der Uni mache. Und ich habe mich schon mein ganzes Leben eigentlich so ein bisschen begleitet. Für mich gab es nichts anderes. Ich wollte im Unimog schrauben oder im Unimog tätig sein. Eigentlich schon seit Kindes an. Das hat mich immer fasziniert. Ich bin der Bernd Schmeiser, bin beruflich im Unimog in einer Arbeit tätig und privat auch sehr infiziert mit dem Thema Unimog. Mir in der Nacharbeit stelle ich sicher, dass die Qualität stimmt für den Endkunde. Tagesablauf im Werk fängt morgens an mit Bürotätigkeit, kurz E-Mail checken. Dann bei uns in der Nacharbeit speziell auch Einteilungen machen, dann Aktionierungen. Wenn ein Kollege morgens mal guten Tag sagt, dann sind ein, zwei Sätze wechseln. Wenn das Klima gut ist, dann hat man Spaß bei der Arbeit. Und die Qualität leidet mit Sicherheit auch nicht drunter. Und dann, wenn es einmal klemmt, dann gehe ich einmal hin und hole meine Werkzeugkiste und schraube mit. Kein Problem. Und irgendwann kam halt einmal das Thema eigener Unimog auf. Wir haben drei in der Familie. Dieses Wohnmobil hier, dann ein 411er mit Baujahr 61. Und das Fahrzeug von meinem Sohn ist ein U1400 mit 136 PS, so leicht Agrarausstattung. Jeder Unimog-Fan tut seine Leidenschaft ein bisschen anders ausdrücken. Ne? Manche hat das Teil nur als Nutzfahrzeug, weil es auf dem Acker und andere dann vielleicht mehr zum Reisen oder auch bei mir jetzt auch viel zum Schrauben. Dann habe ich gesagt, also so für Wohnmobil wäre doch was, ne? Natürlich auf Unimog-Basis. Ne? Das war dann ein Rettungswagen von der Rhein-Braun AG. Circa 20 Jahre wieder rumgeschraubt. Ne? Bin ja Kfz-Schlosser, ein paar Unterstützungen hatte ich noch, mein Bruder damals und jetzt noch mein Sohn unterstützt mich als noch. Gelohnt hat es sich auf jeden Fall, klar, die Arbeitsstunde, die ich da reingeschickt habe, aber gezählt, ich habe dann irgendwann mal aufgehört, weil also so ganz fertig ist man nie. Das Fahrrad an sich, das ist original, ohne Bügel, den habe ich gemacht für das Ersatzrad. Die Tankanlage ist vergrößert, der hatte nur 90 Liter Tank, der hat jetzt über 200. Ich habe noch zwei Kinder und dann war klar, dass man vier Sitzplätze braucht und Schlafplätze. Zwei sind hinten im Aufbau und klar, hinten klassisch mit Sitzecke, wo man umbaut zum Bett und eine Doppelliege. Die erste Tour, die war Richtung Franken, Admiltal. Man wollte nicht so weit, ne, wenn irgendwas wäre, aber schön. Laut ist ein bisschen, klar, aber das war für mich kein Thema. Ich fand es immer cool. Und auf der Straße sitzt höher, man hat so ein bisschen das Bagger-Feeling, sage ich mal. Aber es macht schon Spaß. Unimog kann man für alles brauchen. Universalmotorgerät. Ne?